Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Ja, in der letzten Folge haben wir die Schlüsselkarte Nummer A, nicht Nummer, mit dem Buchstaben A bekommen. Und dementsprechend konnten wir, eher einen Pille-Palle-Gegenstand noch bekommen. Dementsprechend machen wir es jetzt so, dass wir in der Folge... bin ich mir gerade nicht sicher. Doch. Letzte Folge hat man nämlich noch nicht geprüft. Oh, Nina, du machst mal einen kritischen Schlag. Das ist ja was ganz Neues. Dass wir uns mal jetzt hier verkrümeln. Nochmal zu den Feen laufen. Und gucken, ob da bei denen nochmal alles in Ordnung ist. Vielleicht kriegen wir nochmal einen extra Gegenstand. Aber ich glaube, der Weg, den ich gerade gehe, ist der falsche, ne? Wo komme ich denn nicht hier? Nee, das ist doch der zu lange Weg. Ach ja, wie es halt immer so ist. Einmal falsch gelaufen. Ja, komm. Wir nehmen mal hier unseren Schneesturm. Nee, Scirocco, auf alle. Zack, zack. So soll das passen. Alarm zu den Waffen? What? Stimmt ja, wir haben ja von Ryo weitestgehend Feuerrüstungszeug gekriegt. Und den Flammen. Nee, nicht Flammensäbel, Drachensäbel, glaube ich noch. Als wir gegen Typen gekämpft haben. Dementsprechend sind wir da auch gut bestückt. Ne? Boah, dass das so lange dauert, ey. Oh. Geht ihr jetzt schon wieder um Keks? Ja, ich hätte es mit den Feen übrigens auch mal vorher schon machen können, aber naja, gut. Schattenlauf. Nee, warte mal. Du bist. Gucken wir mal. Ich wollte gerade sagen, genau. So, dann haben wir Mono wieder Level Up. Ich überlege gerade, hatten wir mit Ryu? Doch, mit Ryu hatten wir glaube ich auch einen mindestens, ne? Das heißt, da könnten wir bei Ladon wahrscheinlich auch endlich noch eine Fähigkeit bekommen. Und mit Nina müssten wir ja zu Dice. Das ist wieder mal so ein langer Weg bis dahin. Ja, was soll's. Zack, zack, zack. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Das ist wirklich eins der nervigsten Sachen hier bei dem Teil von Breath of Fire, dass man hier keinen Zauber hat, um sich von A nach B zu teleportieren. Gut, ich glaube in Höhlen oder Monstergebieten ging das früher glaube ich auch nicht. Bin mir gerade nicht sicher, beim zweiten Teil zumindest. Ich glaube beim vierten Teil war es definitiv möglich. Na gut, also alles was Overworld ist sowieso. Mit Zauber sich zu teleportieren. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Ich finde es aber halt auch ein bisschen schade, dass direkt hier so gar keine Gegner sind in dieser Ruine, weil warum halt ausgerechnet auf der Orbitalstation, aber nicht hier bei der Ruine? Ich meine, klar, hier sind ein paar Roboter, die noch ein bisschen die Stellung halten. Aber meiner Meinung nach könnten selbst da sich irgendwelche rumtreiben oder wild gewordene Roboter sein. Es sei denn, die sind alle mal ausgelöscht worden. So, zack, 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 zack. Vielleicht nochmal eine Heilung reinschmeißen. Falls hier doch mal einer von den bösen Jungs kommt.
Nice. Na komm, ich will mal gucken, ob was für ein Gegner noch bekommt. Okay, ein einfacher Tankbot. Aha. Jetzt überlege ich gerade. Doch, Containerhof könnte man raus. Da würde man zumindest zu Dice relativ schnell kommen. Wir gehen erstmal doch zu Ladon. Nach Dragomir. Aber hierher kommen wir ja sowieso zurück. Dann könnte man zum Containerhof zurück. Es kann nämlich sein, dass ich mit Nina schon alle Sachen für Dice fertig habe. Muss ich aber gleich nochmal gucken. Hier jetzt hier, ob wir nicht noch Momo. Ne, warte mal, Momo hatte glaube ich gar keinen. Ne? Bis bald, Ryu, mein Kind, unsere Hoffnung. Ja. Ach, Hachio war die ja, stimmt. Dann machen wir es vielleicht so, dass wir erstmal nach Windia gehen mit Hachio. Und im Anschluss zu Dice. Mich hat es tatsächlich gewundert, dass wir ja doch noch mit Lader noch nichts kriegen. Was ich mich jetzt frage, kommen wir eigentlich aus Windia, aus dem Schloss raus? Aber ich glaube nicht, weil ich gehe fast davon aus, da würden wir ja festgehalten werden. Können wir auch mal versuchen. Achso, da muss ich ja wieder... Stimmt, erst zum Relaispunkt. Von dort aus könnte ich dann noch Windia... Ja, naja, gut, wie gesagt, ist eine schöne Idee mit dem Teleport hier im Allgemeinen. Aber, ja. Wir sind im Schloss Windia. Jetzt geht es zurück zu Hachio. Gucken, ob... Warte mal, bei Breath of Fire 2 war, glaube ich, Chopstick die erste Attacke, die man lernen konnte. Mal gucken, was es hier gibt. Hallöchen, wie geht's denn so? Oh, ich sehe, du streckst dich sehr an. Das freut mich, deswegen bringe ich dir auch meine Spezialtechnik bei. Momo hat gelernt, mächtiger Riss. Ja, okay. Möchte noch jemand bei mir lernen? Nö. Nein. So, gucken. Reicht's für Momo noch für ein Dings? Ja, komm. Ah, schön. Dämmfluch? Okay. Ist halt doch so schneller. Erst bestätigen und dann abbrechen. So, dann hätten wir das. Jetzt gucke ich mal, ob wir nicht doch aus dem Schloss rauskommen. Einfach so. Ich habe nämlich das Gefühl, eher nicht. Ja, geht hier gar nicht weiter. Es könnte einen Auflauf geben, wenn ihr dort hochgeht. Auflauf, Aufruf, ja, wie auch immer. Ja, Aufruhr, nicht Aufruf. Wobei, wir müssten ja durch die Katakomben eigentlich durchkommen. Weil das ist auch wieder ein riesen Umweg, da bist du ja dreimal schneller hier mit dem Relaispunkt. Nee, die.
Portalantrieb, ja. Gehen wir nach Windia. Die ganzen Fische noch, was ich alles noch holen wollte, zum Kotzen. Naja. Keine Sorge, die Folge wird dann noch ein bisschen länger werden im Vergleich zu den vorherigen. Wenn wir hier schon mal ein bisschen uns noch die Zeit nehmen, von A nach B zu latschen. Das könnt ihr benutzen, um zu Dais Wohnsitz zu gelangen. Möchtet ihr Dais aufsuchen? Oh, na klar, wenn ich schon den Weg bis hierher gehe, dann... Sieh an! Was tut ihr hier? Habt ihr mich so sehr vermisst? Hm, du hast dich angestrengt. Ich glaube, ich sollte dir eine Belohnung geben. Gut, ich gebe dir dies. Nina hat den Spruch Inferno gelernt. Sehr schön. Ihr meint, es gibt jemanden, der von mir lernen will? Okay, aber nur unter einer Bedingung. Ihr nennt mich Gnädigste. Ja, Gnädigste. Kommt zurück, blablabla. Viel Glück. Sieh an, was tut ihr hier? Habt ihr mich so sehr vermisst? Ja, immer noch. Ah, Nina hat sich immer noch angestrengt. Schneesturm, kennen wir schon. Macht ihr Witze? Wollt ihr sagen, dass ihr nichts von mir zu lernen habt? Nein. So, ich glaube, das war's aber wahrscheinlich bei ihr schon wieder. Mhm. Ja, okay. Also auch nur zwei Techniken. Schade. Gut, gut, gut. Ciao, ciao, Dais. So, wird mal Zeit für die Feen. Und hoffen nur, dass jetzt keiner gestorben ist. Doch, 6 Leute sind geboren worden. Woo. Neue Arbeit und Handelsware, sehr schön. Hilft uns, Hilfe, bla bla bla. Hätten wir nicht hinbekommen, wenn wir nicht nochmal den Lebensmittelvorrat aufgefrischt hätten. Oder? Wie viel haben wir denn an Lebensmittel? 97! Okidoki, so was gibt's denn für neue Arbeit? Vermögen. Nehmen wir. Warte, was brauche ich denn? Okay, also hier haben wir schon mal für die Jagd jemanden. Ach, da brauche ich grün. Ja.
Ja, hier. Grün. Grün. Gibt's denn ihn schön mit... Warte mal. Hellblau brauchen wir. Haben wir denn eine gute Person? Nicht wirklich. So, das heißt, wir nehmen vielleicht doch dich hier rein. Wollen wir mal gucken. Wer ist besser von euch beiden? Zack, du kommst hierher. Futter sind wir gut ausgestattet. Hier, kommst hier mit rein. Und du? Eigentlich nirgends. Ach, kommst du weg. Genau. Gibt's Geschenke. Okay, Geschenk braucht man gar nichts. Können wir uns mal alles angucken. Willkommen! So, ich glaube, das kennen wir ja schon. Da gibt es nichts Neues. Genau. Der geheime Dolch. Na gut, bringt ja nicht viel. Tschüssigowski. So, bei dir? Ich denke über neue Jobs nach. Hallo, warum bleibt ihr nicht einfach bei mir? Nein, kein Gasthaus, geh kusch. Muss ich übrigens sagen, dass Roden und das Bauen jetzt gar keinen Sinn mehr macht, weil wir haben ja schon alles ausgebaut an Dorfplätzen. Wo die Feen kommt man so, du machst was anderes. Ja, hätte man natürlich abziehen können, die Feen, aber ich weiß gar nicht, ob wenn man zwei von der Sorte hier reinschickt, ob man deswegen besseres Zeug bekommt. Was? Momentan habe ich nichts. Kommt später wieder. So, das war, glaube ich, die mit dem Geschenken. Ich habe nur das Beste vom Besten. Hast du denn was Besseres als nur diese eine Frucht diesmal? Oh, ja doch. Aber so viel günstiger bist du auch nicht. Hochschuhe, Löwengürtel, bringt mir nichts. Schutz gegen Schlaf, Schutz vor Verwirrung und Psinon. Schon wieder dieses komische Psinon. Das hatten wir doch schon mal bei irgendeinem. Naja. Ah, oh, hier waren zwei drin, genau. Schade. Gut, der Tigerhut könnte noch ein bisschen was für Nina bringen, aber. Nee. Date. So, dann haben wir genug nach dem Rechten gesehen. Jetzt geht's zurück den ganzen Weg. Ich überlege gerade, ob wir mit Momo dann weiterkämpfen, beziehungsweise Nina rausnehmen. Vielleicht sollten wir mit Gar weiterkämpfen, weil der ist auch gar nicht mehr so schlecht.
Aber doch, Ray ist relativ flott unterwegs. Ja, ich glaube, wir machen es so, dass wir vielleicht Ray dann mit ins Team nehmen. Relais.A, bitte. Danke. Zum Container auf. Nicht du, Freundchen. Das Einzige, was wir mit dir probieren könnten, du nicht, was hast sogar zum Klauen? Hatte Momo da nicht sogar? Ah nee, das hatte nicht Momo. Scheiße. Wer hatte denn sonst noch das Klauen gelernt? War das doch Nina? So, das ist das Rückhand. Ryo, was du das? So, das ist das Helfen. Nee, war's nicht, okay. Scheiße, wem habe ich denn sonst noch das Klauen beigebracht? Weiß drauf, wir gucken mal einmal. Ich will mal wissen, wie viel ich abziehe in meinem aktuellen Zustand. Bekannt, Kyria, segnen. Tempo, ne? Ruheschutz schlafen. Komisch. Da wird alle Erfahrungspunkte, na super. Streicht ein Zug des Ziels. Na ja gut, das bringt glaube ich nur was, wenn Momo richtig still. Doch, da ist doch stehlen, bin ich blöd. Ahaha, Mjölnir, okay. Tschüssikowski, alle tot. Norio, okay. Ihr seht ja. Ah, stimmt, ich hatte noch ein Seelenjuwel. Auf jeden Fall hat der Gegner was. Tschüssikowski. Und da seht ihr es. 1500 kriegt die dumme Nulpe. Immer Rotzug zurück, also wenn man hier nicht ziemlich schnell ist, ihr habt ja gesehen, der ist weitaus schneller als wir, kriegt man ganz schön auf den Sack. So, wir haben zum Glück noch Seelenjuwele da. Aber schön, hat man den auch mal gesehen. Der, ich glaube, wirklich schwerste normale Gegner hier im Spiel. Der zweite ist halt der Berserker-Bot hier. Und gerade hab's denn den dritten? Ich glaube bei Tipo wirklich der Titan, nee, der Königsgu. Aber gut, ja, der ist. Ich wäre happy, einfach ein Dieb zu sein. Aber ich glaube, Mist, Tipo. Ja. Ryo. Ich werde bis zum Ende bei dir bleiben. Bin ich doch schon so weit gekommen. Naja. Ich weiß, was du unternehmen willst. Zumindest scheint es das zu sein, was er sagt. Okay. Tut mir leid. Das ist alles, was ich jetzt sagen kann. Was? Pausieren, speichern, Mitstreiter wechseln. Und dann kriegen wir das alles hin.
So, Nina, nee, ich nehme doch mal obwohl da gute Verteidigungswerte. Aber ich brauche echt die Geschwindigkeit von Ray, glaube ich. Macht mehr Sinn. So, einmal speichern. Und wieder zurück. Na, 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 na. Dann geht's jetzt langsam doch auf Richtung Finale. Ach ja, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen mit der ganzen Scheiße. Und wenn ich bedenke, Speedrun für das Spiel, ich glaube, Gott, wie viele Stunden hatten das Ding als Weltrekord? 7 Stunden? Ne, 10? Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube, 3,5 Stunden für den Kinderabschnitt, also den kleinen Ryu. Beim großen weiß ich schon gar nicht mehr, wie lange. Ich glaube, länger als 10 Stunden waren es nicht. Naja. Trotzdem krass, wenn man mal bedenkt, ich zock hier schon fast 39 Stunden an der ganzen Sache. Oh, mit Speedrun, wie schnell man da durch ist. So. Alles nur eine Frage des Ausnutzens der Schwäche und halt der Vermeidung von Kämpfen. Super. Wechselst du jetzt den Modus? Nicht absaugen! Warum werde ich denn davon eigentlich nicht wach? Die Partei wacht auf. So, dann wird's jetzt mal Zeit. Schlüsselkarte A. Sicherheitslevel A. Bitte führe die ID-Prüfung durch. Okay. ID-Prüfung läuft. Okay, Türschloss entriegelt. Na klar, gleich wieder der erste Kampf hier. Moment der verschlossenen Türen. Hast du denn irgendwas mit die Wurfattacke? Könnte was bringen. Könnte ich mir schon bald denken, dass man die nicht so gut trifft. Oh, die holen aber rein. Was macht der Zauber? Kann er mich töten? Reicht nicht aus, okay. Wieder auf Momo? Nein, Ryu. Ich hasse es jetzt schon. Reicht's denn? Immer noch nicht? Okay, scheiße. Ich hasse die Viecher jetzt schon. Was, ey, das hat bei Ryu gewirkt.
Da stand kein Fehler. Versuchen wir es. Nochmal. Mir gefällt die Attacke nicht. Was auch immer die Attacke macht. Dann kriegt man nur 350 Erfahrungspunkte von den Viechern. Wollt ihr mich verhohlepiepeln? Was, bei allen Zielen? Ja, doch, bei allen Zielen. Hm. Lohnt nicht. Nach links vielleicht? Natürlich nicht nach links. So eine Grütze. Sieht doch nicht so aus, als ob es hier eine versteckte Tür gab. Was macht denn ihr jetzt hier? Huh? Scheiße, sind die schnell. Schwein gehabt. Belladon. Das steigt Prozent, ja. Bringt mir jetzt auch nichts. So, gegen Wind, Frost, Flammen. Ja. Hätte ich mal die beste Waffe für Ray schon geklaut bei dem. Heißt der jetzt nur Berserker? Also hier, die aus dem Containerhof halt. Okay, hier geht's nochmal nach rechts. Ich gehe dran. Du auch erstmal hier nach rechts lang und dann nach links und dann mal gucken. Herre Nacht, ja. Das reicht nicht? WTF? Was? Scheiße, ich hab's schon gedrückt. Was war hier Nacht? Freier Schlag, na super. Überlebe es, Rüdo. Na gut, wirst du sowieso durch das Seelengebiet, aber ja, toll. Die wollte ich eigentlich noch nicht hier einsetzen. Sehr schön.
Gucken wir mal noch kurz. Anstelle vom Drachendingens könnten wir ihm ja. Ja, doch, den Suchsäbel. Aber Dings, du kannst den Drachen nicht nehmen, ne? Ne, kannst du nicht. Dammit! Nehme ich erstmal den Titangürtel. Schon wieder nix. Ich hasse euch, Monster. So, Freundchen Blase, ha? Huh? Ja, du kannst verteidigen, ist mir wurscht. Okay, das heißt, er hat circa 900 paar zerquetschte. Bitte nicht auf Ryu. Natürlich auf Ryu. Ja, Windkraft. Ich bin über Windkraft. Das hast du nur davon, du dummer Sau. So, es geht doch bestimmt wieder nicht nach links lang. Obwohl. Doch, das sieht so aus. Ja, doch, stimmt, hier geht's weiter. Sobald ich mich recht erinnere. Oh nee. Waren die Wege dort unten durch relativ beschissen gewesen. Ja, okay. Wir müssen da lang. Gut, Freunde. Ich würde mal sagen, dann gehen wir durch die Tür und sehen uns dann dort aber in der nächsten Folge wieder. Denn uns, also sich da durchzukämpfen, das wird, glaube ich, auch ein bisschen dauern. Aber eigentlich, wenn wir da durch sind, gibt es kein Zurück mehr, wenn ich mich recht entsinne. Von daher sage ich jetzt schon nur noch ciao, ciao und schaltet dann wieder ein.